In diesem Video geht es um die Entwicklung einer Gruppe. Warum ist Gruppenarbeit so wichtig? Gruppenarbeit begegnet uns täglich, angefangen bei der Familie, weiter in der Schule und später im Berufsleben. Für eine optimale Umsetzung und Zusammenarbeit ist eine richtige Zusammenstellung und Führung des Teams wichtig. Was ist überhaupt ein Team? Personen aus verschiedenen Abteilungen bzw. Funktionsbereichen bilden eine zweckgebundene Arbeitsgruppe. Diese verfolgen ein gemeinsames Ziel. Zur Erreichung dieses Ziels werden Motivation, Know-how und Rahmenbedingungen benötigt. Wie entsteht aus einer Gruppe ein Team? Eine Gruppe entwickelt sich in vier Phasen zu einem Team. In der ersten Phase, dem Forming, lernen sich die Gruppenmitglieder kennen, sammeln erste Informationen und formulieren ein gemeinsames Ziel, auf das sie zusammen hinarbeiten. Die zweite Phase ist das Storming. Diese wichtige Phase beinhaltet den Kampf um Machtpositionen, das Umgehen mit persönlichen Differenzen, dem Vertreten der eigenen Meinung, der Zielsetzung sowie Aufgabenverteilung. Die nächste Phase nennt sich Norming und gilt als Orientierungsphase. Hier beginnt die Arbeitsphase, in der verschiedene Ideen gesammelt werden und man die Verhaltensweisen der anderen Gruppenmitglieder kennenlernt. Die letzte Phase, Performing, ist der finale Schritt von einer Gruppe zum Team. Diese zeichnet sich durch gute Teamleistungen und selbstständige Steuerung aus. Welche Rollen gibt es in einem Team? 1970 stellte Belvin die Auswirkungen verschiedener Persönlichkeitstypen auf die Teamleistung dar. Die Rollen eines Teams werden in drei Hauptgruppen unterteilt: handlungsorientiert, kommunikationsorientiert und wissensorientiert. Handlungsorientierte Rollen sind der Macher, der Umsetzer und der Perfektionist. Kommunikationsorientierte Rollen sind der Wegbereiter, der Teamarbeiter und der Koordinator. Wissensorientierte Rollen sind der Neuerer, der Beobachter und der Spezialist. Warum ein erfolgreiches Team wichtig ist? Durch gegenseitige Anregungen könnt ihr Probleme schneller lösen. Durch die Arbeitsteilung könnt ihr eure Projekte schneller abschließen und euer Ziel einfacher erreichen. Durch verschiedene Talente im Team könnt ihr euch gegenseitig ergänzen und eure Talente fördern.